Wir haben es jetzt mit Mühe und Not auf der Fähre nach Jütila geschafft. Wir sind hier um Punkt 16.30 Uhr angekommen, hatten noch 10 Minuten zum Ticket kaufen und Baggage abgeben. Jetzt sitzen wir auf der Fähre, sind gerade 14 Stunden von Leon nach La Ceiba gefahren und müssen jetzt noch mal anderthalb Stunden mit der Fähre bis nach Jütila fahren. Also es ist echt kein Pappenstiel und es war echt eine anstrengende Fahrt, weil die Fahrer, das war so ein Shuttle-Transfer, echt rasen wie Sau, aber sie müssen auch rasen, weil sonst schafft man die letzte Fähre nicht. Aber jetzt gibt es erstmal Strand und Tauchen. Sind wir bei den Keys. Auf den Keys ist so eine kleine Insel, die bewohnt ist mit 500 Leuten. Und jetzt gibt es Fischburger zum Mittag. Wir sind eine ganze Weile schon wieder unterwegs. Wir sind heute Morgen mit der Fähre von Jütila zurück nach La Ceiba gefahren. Und jetzt sind wir mit dem Shuttle unterwegs nach Guatemala, und zwar nach Antigua. Aber wir übernachten heute nochmal in Rio Dulce und morgen geht es dann mit einem normalen Bus weiter. Eigentlich sollte Guatemala ja das letzte Land werden, aber da wir so schnell sind, ist es jetzt das drittletzte Land. Mexiko und USA kommen auch noch. Thank you.
schon total fleißig. Ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch. Wir arbeiten schon wieder an unserer Rückreise nach Deutschland, auf die wir uns ziemlich freuen. Denn zu Hause ist es doch am schönsten. Aber bevor es nach Hause geht, fahren wir heute von Antigua an den Atitlansee. Und da gehen wir Kajak fahren, ein bisschen chillen, gucken uns den See an. Vielleicht gehen wir mal wieder ein bisschen wandern. Yay! Und dann geht's auch schon Richtung Mexiko. Atitlansee. Wir sind mit dem Shuttle nach Panacha gefahren. Ich weiß, ob man es so ausspricht. Kurz vorm Pana. Und sind mit dem Bötchen jetzt nach San Pedro gefahren, weil es hier günstiger ist. Und wir bleiben jetzt 3 Tage an diesem kleinen Ort am See. Gehen ein bisschen Kajak fahren, ein bisschen wandern und chillen einfach noch ein bisschen. Dann müsste all unsere Videos, die wir bis jetzt gemacht haben auf unserer Weltreise, und es kommen noch viele mehr dazu. Und hier gibt es zu unserem YouTube-Kanal, also wenn ihr keine Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einfach ein Like.